Hallo und herzlich willkommen zurück in Uttis Konsolenparadies. Wir spielen Fable 2 für die Xbox 360 auf der Xbox One. So rum. Und im letzten Part haben wir den Hexenkessel abgeschlossen, gehören jetzt zu Luciens Armee und können zum Turm aufbrechen, um Garth zu uns zu holen, zu uns zu bringen, wie auch immer. Ja, und dafür müssen wir unser Hab und Gut und unseren Hund weglassen, zurücklassen bei Hammer. Aber genau das werden wir jetzt tun. So. Durch das Annehmen dieser Fahrt wird der Inhalt gespeichert. Das ist ja toll. Okay. Brechen wir auf. Gut. Lädt der Zackenturm. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich Luthiens Turm, oder? Gut. Ich bin gespannt, was jetzt passieren wird. Und ich habe mal wieder die Software gewechselt. Wir spielen jetzt nicht mehr mit MPCHC, weil irgendwie ist mir das Knacken doch tierisch auf die Nerven gegangen. Und wir kriegen erstmal eine Videosequenz. Sehr schön. Seht euch nur um. Gut, dass wir uns auf Lord Luciens Seite gestellt haben. Was er auch plant, Lil und ich sind bis ins Alter versorgt. Okay. Los, Bewegung! Gut, wir scheinen jetzt zu Luciens Wache zu gehören. Ich bin mit Lil schon 13 Jahre zusammen und war immer treu. Würdet ihr sie kennen, wüsstet ihr warum. Ich heiße übrigens Bob. Und ich kann was übrigens nicht schneller gehen. Lärm? Ich höre ihn nicht nur. Macht schon. Ich fühle ihn. Es fühlt sich falsch an. Aha. Krass. Hier waren wir das letzte Mal als kleines Kind. Ja, ich habe die Software gewechselt. Wir spielen jetzt wieder mit Recentral, weil da die Ausgabe einfach was am besten ist, was hier? Sound und Spiel angeht. Ich war 6 Jahre in der Maurerlehre, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Wie ist das möglich? Wohl eine Konstruktion des Alten Reichs. Wo kommt er jetzt wieder her? Still! Oh. Controller vibriert. Warum? Die Welt außerhalb dieser Mauern ist eine faulige, stinkende Hülle. Ohne jede Vernunft. Statt Ordnung herrscht das Chaos. Das Chaos straft nicht das Böse und belohnt auch nicht das Gute. Das Chaos ist der Feind des Lebens und wir sollen uns damit abfinden. Ich erlaube mir zu widersprechen. Ihr steht im Zentrum eines Werkzeugs der Veränderung. Damit werde ich die Welt verändern. Mein Werk wird von bemerkenswerter Vollkommenheit sein. Doch mein Wille allein genügt nicht für diese gewaltige Aufgabe. Nur durch eure Arbeit, eure Mühe und eure Überzeugung kann Albion endlich verändert werden. Fürchtet nicht das Geräusch, das ihr hört, das Pochen unter euren Füßen. Es wird euch bald so vertraut sein wie euer eigener Herzschlag. Solange euer Herz schlägt, erwarte ich von euch nichts als Gehorsam. Los, schlaft jetzt. Aha. Na dann. Lord Lucien ist so komisch wie vor 20 Jahren. Sehr interessant, was wir hier erleben, definitiv.
auch wenn wir irgendwie nur einen kurzen Ausschnitt erleben. Morgen, Made. Willkommen im Turm. Gefällt er euch? Denn ihr kommt hier nie mehr raus. Jetzt seid ihr in der Kaserne. Ihr werdet hier essen und schlafen. Und den Rest der Zeit macht ihr, was euch der Kommandant sagt. Ihr müsst den Abschaum überwachen, der hier am Bau beschäftigt ist. Und auch sonst ohne Widerrede tun, was euch der Kommandant sagt. Wenn ihr einen Befehl bekommt, befolgt ihn sofort. Was mich zu eurem neuen Schmuckstück bringt. Das Halsband ist Teil von Lord Luciens Gehorsamkeitsprogramm. Der Kommandant wird es euch erklären. Tut, was man euch sagt. Und nehmt das Halsband bloß nicht ab. Es wird euch nicht gelingen. Schon auf den Versuch steht der Tod. Und zwar kein besonders schneller und schmerzloser. Meldet euch beim Kommandanten. Na gut. Ich hänge hier fest. So. Ja, der Input-Lag ist dadurch ist natürlich nicht geringer geworden. Also mit Recentral ist der Input-Lag bis jetzt am höchsten von allen Software- Teilen, die ich ausprobiert habe. Aber es läuft am saubersten. Von daher, ja, werden wir erstmal damit auskommen müssen. Er ist halt nicht sonderlich viel höher. Das Ding ist, dass die Virtual Console, nein, das, so heißt es bei Nintendo, diese Xbox 360 Emulation bei Fable 2 hat halt einfach einen Input-Lag. Und das fühlt sich alles nicht richtig an. Aber gut. Es läuft. Das finde ich cool. Weil der Xbox One Controller ist cooler als der Xbox 360 Controller. Wir sind doch zusammen angekommen. Ja. Hi. Eingelebt? Ja, geht. Unfassbar, dass ich schon Wachdienst schieben darf. Und das am ersten Tag. Die finden mich gut. Ach, Lil, wenn ihr mich so sehen könntet. Sie liebt Männer in Uniformen. Obwohl ihr die Maske auch nicht gefallen würde. Sie sehen schon einschüchternd aus. Aber man bekommt keine Luft. Ich fühle mich hier so ein bisschen gefangen. Also so gut geht's mir nicht. Was ihr hier wollt, weiß ich nicht. Aber was ihr seid. Angeblich. Es ist egal. An diesem Ort wird euch eure Macht nur schaden. Nur der... Habt Geduld. Aber er macht keine Schwierigkeiten. Hi, Garth. Schön ruhig und. Ich find ja krass, dass Lucien einfach gar nicht gemerkt hat. Ich bin so beschäftigt. Ich frage mich, wann ich meiner Familie schreibe. Niemals. Vielleicht morgen. Warum Lucien diesmal nicht gemerkt hat, dass wir ein Held sind, als wir vor ihm standen. Einer der Helden. Einer der vier Helden. Warum er nicht merkt, dass Garth einer der Helden ist. Wobei, das hat er wahrscheinlich längst gemerkt. Aber, ne, das macht keinen Sinn. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn, ganz ehrlich. Als wir als Kind bei ihm waren, hat er direkt gemerkt, boah, Alter, du bist ein Held, ich muss dich umbringen. So, läuft. Und das kam jetzt einfach gar nicht. So, überhaupt nicht. Naja, gut. Wir müssen hier weiterlaufen. Doch, jetzt müssen wir wieder zu Lucien. Ja, moin, Arschloch. Ich bin der Kommandant. Ah nee, doch nicht Lucien. Ihr seid Rekrut 273. Die Nummer ist nicht willkürlich. Sie steht dafür, dass ich vor euch 272 Rekruten gebrochen habe. Ihr seid bloß das nächste Glied in der Kette. Na toll. Ihr seid hier, um den Wiederaufbau des Zackenturms zu überwachen und Lucien zu dienen, wie es ihm gefällt. Und meine Aufgabe ist es, das Wachen wie ihr gehorchen. Ihr werdet tun, was ich verlange, ohne zu fragen. Mhm. Wenn ihr nicht gehorcht, wird das Gerät an eurem Hals aktiviert. Dies wird keine schöne Erfahrung. Ihr verliert eure Willenskraft. Eure Erinnerungen und Erfahrungen verblassen? Das geht so, bis ihr euch fügt. Falls ihr meint, ihr könnt euch widersetzen, das glaubten so manche aus fehlgeleitetem Ehrgefühl. Ihr müsst entscheiden, ist euch eure Ehre wirklich so wichtig? Naja, läuft, aber
Still jetzt. Gut. Jetzt seh dorthin. Wohin? Ach, dahin. Der Turmbau dauert schon 10 Jahre. Und er wird noch viele weitere Jahre brauchen. Dieses Projekt übersteigt eure wildesten Träume. Doch unser Fortschritt ist kein Wunder. Er beruht auf Gehorsam. Mal sehen, was ihr gelernt habt. Ich schlage euch jetzt und ihr dankt mir dafür. Weil ich es euch befehle. Ihr habt das Ausdrucksmittel Mittelfinger. Es befindet sich im unhöflichen Abschnitt der Ausdrucksmittel, aber drückt RB, um es zu finden. Mittelfinger. Gehorcht. Tut, was man euch sagt. Ich sagte, dankt mir. Arschloch. Ja, komm. Aua. Dankt mir für den Schmerz. Gehorcht. Nochmal. Dankt mir. Gehorcht. So ein Assi. Jetzt bettelt. Bettelt um Gnade. Ist euch das Prinzip klar? Oder nicht? Nee. Gehorcht. Ihr sollt betteln. Wie wär's mit Nein? Ihr erweist mir Respekt? Nö. Gehorcht, bettelt, das ist ein Befehl. Und was, wenn nicht? Mein Gott, ist das asozial. Ich bin doch kein... Nee. Ihr gehorcht, oder ich vernichte euch. Du bist gut genug, um Entschuldigung zu nutzen. Jede Sekunde des Widerstands macht euch schwächer. Und mich stärker. Hat das jetzt was gebracht oder nicht? Nur scheinbar. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Woche 38. Das hat eine ganze Weile Wenn wir jeden Tag so viel Geld an unsere Frau zahlen müssen, sind wir jetzt ganz schön pleite. Ihr habt euch dem Kommandanten widersetzt. Hätte ich doch eure Stärke. Ja. Ich musste heute einen Rekruten für den Kommandanten foltern. Der arme Kerl sagte nur, dass er seine Familie vermisst. Puh, ich habe keine Familie. Mir war, als ob... Vielleicht das Halsband. Manchmal erschwert der Lärm das Denken. Ich merke das fast nicht mehr. Ist so vertraut wie mein Herzschlag. Ihr sollt euch bei den Baracken melden. Unterwegs, Sir. Und wo sind die Baracken? Rekrut 2, ach nee, das sind wir. 3. Meldet euch im Straflager. Okay. Lauf ich hin. Passt. Ja. Hier vergeht die Zeit anders. Das ist schon echt heftig. 38 Wochen, das ist fast ein Dreivierteljahr. Hilfe! Still! Ah, da seid ihr ja. Bewacht diese Maden, bis ich zurück bin. Nö. Sie dürfen aber nichts essen, also haltet euch von der Steuerung fern, klar? Ich werde einen Happen essen. Bist du Assi? Leckeres Essen. Yum, yum. Ey, die Leute dürfen nichts essen. Ich geh mal was futtern, ne? Läuft, guck mal. Gebt den Gefangenen Nahrung oder lasst sie verhungern. Ja. Wochen kein Essen. Ich flehe euch an.
Tut etwas! Wo kann ich denen denn Essen geben? Wenn ihr nicht helft, sterbe ich. Da rein komme ich nicht. Ich kann mich nicht mal an mein letztes Essen erinnern. Ich weiß nicht wie. Helft uns! Ich habe keine Gegenstände. Ich brauche Essen. Sieh den Hebel. Welchen Nebel? Welchen Nebel? Da! Bitte! Sieht an dem Hebel! Sieht an dem Hebel, damit ich etwas essen kann. Ich verbiete euch, diesen Leuten zu helfen. Ich flehe euch an! Tut etwas! Arschloch, Lucien! Helft mir! Ich hab dich gefüttert, oder? Ja. Ich flehe euch an! Ich werde verhungern! Du kriegst auch Futter. Ich verliere zwar ohne Ende Erfahrung dadurch, aber das ist mir jetzt gerade mal egal. Ich verbiete euch, diesen Leuten zu helfen. Ein Großteil Erfahrung haben wir ja ausgegeben. Ich meine, toll. Ich glaube nicht, dass wir Skills verlieren. Warum tut ihr das? Ich kann mich nicht mal an mein letztes Essen erinnern. Gebt den Gefangenen nichts. Doch. Ja, toll. Wir haben zumindest 3 Leuten geholfen. Woche 137, das sind schon 2,5 Jahre, mein Gott. Wer will denn 2,5 Jahre für so einen Vollassi dienen? Ganz ehrlich. Oh. Was willst du von mir? Der Kommandant will euch sehen. Meldet euch im Gemach des Kommandanten. Ja, der hasst mich. Das gibt jetzt wieder ganz viele Erfahrungen, die wir verlieren. Ja, schauen wir mal, was der Kommandant jetzt macht. Entweder findet er uns jetzt mittlerweile cool oder der gibt uns wieder Prügel. Ach Mann, ey. So habe ich mir das nicht vorgestellt bei der Wache. Ganz ehrlich, hat man keinen Bock mehr. Nee, so richtig, so gar nicht. So, hi, Arschloch. Ihr werdet gehorchen. Nö. Du kannst gehorchen. Ich denke, ihr beiden kennt euch. Deine Mutter gehorcht. Ruhe, Wache 268. Das ist ein Befehl. Oh, hi. Durch meine Arbeit, meine Mühe und meine Überzeugung Mund soll Alien verändert werden. Die nicht gehorchen, kann man zwingen. Nee. Die nicht Welt gehorchen können, sind nutzlos. Nehmt dieses Schwert. Und dann soll ich den umbringen? Meister Entersäbel. Aha. Die Waffe eines Piratenkapitäns. Perfekt ausbalanciert und fähig, mit einem Streich eine Meuterei niederzuschlagen. Aha. Tötet Bob oder lasst Gnade walten. Und jetzt macht ihn fertig. Nö. Nein, ich gehorche. Ich tue mehr. Was macht ihr da? Gehorcht. Tötet. Nö. Der Trottel ist hoffnungslos. Ich töte ihn bestimmt nicht. Aber euch rette. 10 Sekunden. Du kriegst noch einen auf die Fresse. Ihr wollt also bestraft werden. Ihr sollt erbarmungslos töten. Auf keinen Fall. Eure werde ich auch finden. Nein. Wirst du nicht, du kriegst noch eine drauf. Genug, um Lachen zu nutzen. Gehorcht. Er muss sterben. Aber nicht durch meine Hand. Jetzt kippt man wahrscheinlich wieder um, oder? Ja. Läuft bei dir. Bei unangenehmer Arbeit vergeht die Zeit langsam. Im Turm verstrich eine Ewigkeit.
Jeden Tag wuchsen die schwarzen Mauern an. Ihre Schatten wurden schwärzer und die Taten in ihrem Schutz immer finsterer. Jahre vergingen, die Mission schien immer unmöglicher. Lucien blieb hinter dem weißen Licht, Garth versteckte sich. Andere, wie der Kommandant, tauchten auf, ein jeder so brutal und mächtig wie der Erste. Die Gedanken an Freiheit oder die Außenwelt verschwanden. Ja, kann ich verstehen. Und jetzt? Inhalt wird gespeichert, okay. Whatever. Lädt der Zackenturm. Okay, ein neues Kapitel oder was? Ganz schön verwirrend. Auf jeden Fall haben wir uns als sehr guter Mensch bewiesen. Wir haben uns allen Befehlen widersetzt, haben nie für Lucien gearbeitet. Außer einmal, als wir uns für die Schläge bedankt haben. Viele Jahre später. Offizier 273, beim Kommandanten melden. Wenn ihr euch nicht anstrengt, fliegt ihr vom Turm. Na gut, wir sollen wieder zum Kommandanten, wie immer. Aber gut, ich denke, das soll es erstmal für diesen Part hier gewesen sein. Wir werden uns im nächsten Part beim Kommandanten melden. Genau, ich danke euch an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin sage ich, keep gaming und ciao.